So, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu den letzten Probeleichen hier. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das mit meinem Pfeilvorrat noch hinkriege, da unten nach einzumarschieren. Worüber ich mir jetzt schon eine ganze Weile Gedanken mache, ist, wir haben meinen Tag 14. Gut, ich kann Tag 14 wieder auf so einem Gebäude sitzen, ist kein Problem, und ein Haus opfern. Aber irgendwann müsste man ja sowas Ähnliches haben wie einen Plan in der Form von ich baue mein eigenes Haus und sichere mich dahingehend. Und da draußen läuft noch Nachtsichtvisier rum. Das hätte ich ganz gerne. Ich habe momentan in der Alpha 17. Du hättest mir doch jetzt meinen Loot da lassen können, oder? Echt ein bisschen das Problem. Also das Ranschaffen von Ressourcen gestaltet sich echt nicht einfach. Das habt ihr auch schon. Guck mal, da draußen warten sie schon. Es ist halt recht mühselig, ne? Mit der Steinaxt. Und Munitionskiste. Ach, da vorne, die, ja. Stimmt gut, dass du es sagst, Mensch. Ich weiß nicht, ich kann auch für Tag 21 ein Haus bauen, ist kein Problem, aber die Horden werden ja nicht leichter, ne? Bis dahin. Ist so eine Sache. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich mir da jetzt nicht irgendwie mal ein Ei mitlege. Die dauert aber lange. Und an Tag 21 echt ein Problem kriege mit den Horden dann. Das ist so eine Sache. Da mache ich mir so ein bisschen Sorgen. Kann man mitnehmen. Ja, muss man dann auch mitnehmen, ne? Komm. Bitte dich. Oh, wo kommst du denn her? Erstmal heilen. Warum dreht der denn schon wieder um? Kennt ihr den Weg nach oben nicht? Funktioniert das Pathfinding nicht richtig mit den Schrägen? Lass mal gucken. Haben die ein Problem mit Schrägen und Pathfinding? Hat die KI einen Bug mit Schrägen? Interessant, oder? Wen gekonnt übersehen haben? Humanik. Was? Wen habe ich übersehen? Achso, den Zombie, den habe ich echt übersehen. Banana Jochen, danke für den Follow und The Rockstar. Also pass auf, ich habe jetzt deren Aufmerksamkeit. Zeig doch mal, was ein Barbt Klapse kostet. Ich weiß gar nicht, was der kostet. Beim Händler, meinst du? Hat man denn einen gehabt? Okay, pass auf. Okay, der ist down. Die KI ist echt gut normalerweise, aber ich bin mir nicht so sicher, ob die nicht ein Problem mit Schrägen hat. Mit Treppen hat sie kein Problem. Die Zombies können die fiesesten Hindernisläufe. Oh, du bist ja auch neu. Oder war nur dein Kollege Barry? War der ein bisschen dumm vielleicht? Könnt ihr denn mehr?
Oder habt ihr auch so ein Problem, hier hochzukommen? Oh, warum ist denn der Hauself überhaupt nicht aktiv, meiner? Nämlich gar nicht gestartet. Ich glaube, jetzt fängt er an zu spammen. Jetzt habe ich ihn gerade geöffnet, mein Hauself. Ich glaube, jetzt fängt er an zu spammen. Vielleicht soll ich ihn wieder schließen, ich weiß nicht. Die haben, also hier ist das Pathfinding komplett kaputt, ne? Es ist unheimlich interessant. Vielleicht hilft mir das ja irgendwie beim Hausbau, weißt du, wenn ich weiß, wo die Schwachpunkte von den Typen sind hier. Die sind ja total außer Kontrolle. Oh shit. Au, 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 au. Könnt ihr mal wieder rauskommen da? Wo ist denn dein Kollege hin? Kippst du mal oben und lässt mir jetzt mal Loot da? Harte Socke? Es gibt's doch nicht. Du stirbst schon. Und lass ein Säckchen da. Und wo ist dein Kollege jetzt hin? Die hat mir die Tür geöffnet. Was habe ich denn da aufgesammelt? Wenn ich da jetzt reingehe, ist das doch eine Todesfalle, oder nicht? Wo ist der andere denn hin? Der kann nicht verschwunden sein. Wo ist denn der Militärzombie hin? Jetzt habe ich richtig Durst, ne? Ist der nach oben? Wo ist denn der Militärzombie hin? Auch keine Aussage mehr, ey. Da kann man sich auch durchgraben, ne? Das ist, glaube ich, so ein Geheimgang, ne? Also die Ausdauerregeneration ist gerade im Arsch, weil ich zu durstig bin, oder weshalb? Weil ich überladen bin. Oh nee, wegen der Infektion wahrscheinlich, ne? Oh, die geht ja in den Keller. Infection, 2 Minuten? Aber warum hält die denn nur 2 Minuten an? Ich hatte letztens auch eine Infektion, die von alleine weggegangen ist, ne? Besorg dir Honig, ich habe zu Hause Herbal Antibiotics, das wäre nicht so das Problem. Besorg dir Honig ist ja gut. Du kannst ja nicht einfach irgendwo hingehen und dir Honig besorgen, den findest du ja nicht an jeder Ecke. Das ist ja ein Random Drop, wenn du es so sehen willst. Oh, verdammt. Die müsste gleich wieder weggehen, die Infektion. Hoffe ich. Finde ich dann allerdings auch komisch. Dann ist es ja. Seven Days to Die Hard sagen, die haben ja eigentlich auch ein bisschen von der Infektion, ne? Wenn das Spielchen jetzt wegbleibt, ist schon merkwürdig dann, oder? Loot man das Auto nochmal. Ja, das will ich mal nicht hoffen, dass die noch schlimmer werden nach 2 Minuten, die Auswirkungen. Ich finde die jetzt schon gerade unangenehm. Die Auswirkung. Also 2 Minuten ist ein bisschen krass. Selbst im Hardcore-Event war das nicht so krass eingestellt. Lass mal rausgehen. Ja.
Ah, ich hatte noch gar keine Kiste aufgestellt, ne? Das will ich jetzt immer machen. Eine Kiste hier aufstellen. Passt. Ab nach Hause. Ab nach Hause. Ich glaube, da habe ich keine Kiste hingestellt auf dem Dach der Tanke. Da habe ich die gecraftet, aber da habe ich keine hingestellt. Ah, ich hätte das Holz doch noch, die Steine doch noch mitnehmen können. Und da war noch eine Minute Platz frei, merke ich gerade. Oh ja, jetzt ist die Infektion auf einem höheren Level. Oh, verdammt. Ja, die Infektion ist tiefgelb geworden. Dann wird sie rot danach. Ich hatte mal eine Infektion, die ist weg. Oder bin ich gestorben? Ich kann nur gucken, ob ich nach Hause komme. Ich habe da Herbal Antibiotics. Da habe ich Herbal Antibiotics. Ich habe jetzt keinen Honig zur Hand. Okay. Ich hatte mal. Ich bin mir nicht sicher, was dann aus mir geworden ist nach der letzten Infektion. Ich weiß es nicht mehr. Hardy, danke für den Follow. Und The Rockstar, vielen lieben Dank für das Abo. Dankeschön, herzlich willkommen. Geht nach Stufe 3 weg. Ja, in Form, dass ich tot bin. Es heißt doch eigentlich aber Seven Days to Die. Und der Name kommt ja auch ein bisschen daher, dass du. Dass die Infektion nach 7 Tagen ein Stadium erreicht hat, in dem du stirbst, wenn du nichts genommen hast. Zwischenzeitlich. Ayeshka! Dankeschön! Noch 1 Monat bis zur Entbindung, oder wie? So sieht's aus. Dankeschön! Robert, Matze, herzlich willkommen. Danke für die Follows. An die, die auf YouTube schauen nochmal, der Ausnahmezustand mit den irre vielen Follows, der wird sich wahrscheinlich legen, sofern sie alle auch die Alpha 7-10 spielen können, dann wird es ja auch nicht mehr so voll sein, denke ich mir. Das ist schon abnorm, was hier los ist. Das ist Wahnsinn, irgendwie. Das ist echt krass. Sowas habe ich noch nie gehabt. So viele Leute. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich Au! Mein maximales Leben geht. Ich sterbe. Was musst du zerhauen? Die Baumstämme? Ich bin tot, ne? Ich schaff sie mir nach Hause. Oh, ist das krass. Mein maximales Leben, das droppt derart übel. Das schaffe ich nicht mehr. Das ist richtig krass, ne? Zurückchen. Du hast ihn gekonnt übersehen. Wen denn? Den Baumstamm? Schwaring, helf mir mal. Ich habe nicht mitbekommen, was du meintest, was ich hätte. Da kann was drin sein. Da ist doch nicht immer Honig drin. Ich habe die Baumstunde schon gesehen. Mir war nicht klar, dass man die, weil die anders. Ich verliere nicht Leben, weil ich dehydriert bin. Meinst du? Ich verliere Leben wegen der Infektion, oder? Ich glaube, dass ich leben. Wir werden es sehen. 42%, 43% ist nicht mehr dehydriert. Es kann auch sein, dass ich deshalb Leben verliere. Ich habe zu Hause Herbal Antibiotics. Das sollte reichen, um die Infektion auszukurieren. In der Tat. Lauf und trink. Ja, ich habe Leben verloren, weil ich dehydriert bin. Dann macht das aber die Infektion auch, die mich gerade so krass dehydriert. Ne?
Boah, schwierig ist das. Prozent. Ah, ich werde es ja wohl noch nach Hause schaffen, ne? Ich war auf 15 Stamina und hatte nichts zu essen zu Hause. Und dann kannst du nicht mehr deine Steinaxt benutzen. Deshalb habe ich einmal neu gestartet. Soweit ich weiß, findet man Honig am Ende eines komplett abgebauten Metall... eines komplett abgebauten Holzstammes. Aber nur mit meiner Metallaxt. War das eine Anspielung auf den Regenbogen? So am Ende eines Regenbogens, da findet man den Goldtopf? Ey, die kommen jetzt alle zu mir nach Hause. Die werden alle zu mir nach Hause kommen. Alle. 30 Leben. Die kommen alle zu mir nach Hause. Auch der Wolf. Komm auf. Ich hoffe, dass die Herbal Antibiotics helfen. Die helfen wohl nur bis Stadium 1, ne? Dann ist das wohl so. Ja, anzunehmen. Ich habe sie jetzt trotzdem, ich wollte es ausprobieren. Dann lebt wohl, ne? Das ist aber sportlich. Wisst ihr noch, wie Vigonchi beim Hardcore-Event von Azraq echt weggestorben ist an einer Infektion, weil Azraq die so krass gemacht hat, dass sie ihn nach 30 Minuten gekillt hat. Also 30 Echtzeitminuten, wo alle gesagt haben, ey, das ist viel zu hart. Denn dann zieht euch mal warm an, ey. Das ist ja krass. Meine Güte. Das ist echt krass. Richtig unangenehm. Ich würde sagen, wir besorgen uns gleich noch ein bisschen Stoff und wir könnten doch jetzt rausgehen. Machen wir die Taschen leer? Machen wir die Taschen mal leer eben? Den kann ich auch nichts verlieren. Low Health. Your maximum health is low. Apply... Infection 3. Geht das bis Infection 7? Wenn du stirbst, dann warte erst eben. Ich warte erst mit der Infektion ab, was passiert. Hast du absolut recht. Trotzdem krass, ne? Echt krass. Lightning. Danke für den Follow. Habe ich Matze auch schon? Ja, ne? Oder? Wow! Was haben wir hier so für einen Tag? 12. Hunde? Und was auch immer das da hinten ist? Ich gehe da jetzt nicht hin. Obwohl doch, geh mal gucken, oder?
Ja, komm, da ist eh ein Feraler. Dann können wir auch gucken gehen. Ach, die bringen im Dunkeln bestimmt auch ein schönes Licht. Warum gehen die jetzt nicht hinter mir her? Aber der Feral begleitet mich. Weil ich gegen die jetzt eh nichts machen kann. Ach du Scheiße. Ich wollte eigentlich nur rausgeholten Rott holen und ich dachte mir, ich warte die Infektion ab und sterbe dann einfach. Gucken, wie lange der hinterher rennt. Ja, ich habe jetzt natürlich gerade keine Waffen mitgenommen, weil ich hatte ja nicht vor, mich jetzt irgendwie zu duellieren mit irgendjemandem. Ich höre ihn immer noch, seine nackten, klammen Füße hinter mir. Wie weit rennt er mir nach? Ist die Frage, kann man die auslaufen? Deine Infektion ist weg. Na klasse, ich sterbe nicht an der Infektion. Top. Ist ja schon mal was. Wo ist er hin? Da war ein Golden Rottfeld, das können wir noch plündern. Wir machen uns Tee in der Nacht. Ich brauche heute Nacht einen Tee, einen beruhigenden Tee in der Nacht. Ja. Also wenn du eh nicht kämpfen willst, dann brauche ich jetzt noch keine Waffen mitzunehmen. Dann muss ich nur meinen Krams wieder einsammeln, weißt du? Dann komme ich in die Verlegenheit, dass ich drinnen versuchen muss, draußen versuchen muss. Ich verliere ja alles. Wenn ich sterbe, droppt bei mir alles. Das habe ich so eingestellt. Und dann dachte ich mir, wozu will ich mir den Ärger machen? Aber, da vorne steht er. Die Frage ist ja, komme ich in mein Haus? Oder nicht? Und das ist doch ein Feraler da vorne. Das ist ein Feraler und daneben ist so ein Leuchter. Und wo ist die dicke Damengruppe hin? Und er kommt langsam zurück, ja. Ich kann jetzt nicht nach Hause. Wanderhorde? Könnte eine Wanderhorde sein. Es war eine ziemlich fette Wanderhorde. Muss ich sagen. Nach Hause ist jetzt, glaube ich, nicht so gut. Die Damen, sonst zum Tee kannst du in deinem Wohnzimmer. Was? Es könnte sogar sein. Mich würde es nicht überraschen, wenn die irgendwo dran hängen. Das sieht aber nicht so aus, ne? Ich habe noch 10 Woodframes. Ich kann mich außen am Balkon hochbauen. Das könnte ich alles machen. Ich habe nur Schiss, da drin eine Tür zu öffnen. Weil wir wissen, dass die mich hören werden. Wahrscheinlich. Oh Gott. Da ist ein Hund. Da geht's schon mal nicht weiter. Warum habe ich eigentlich den Bogen nochmal drin gelassen? Warum? Kann mir das jemand sagen, warum ich den Bogen drin gelassen habe? Weil ich mir davon was versprochen habe? Terrorknopf. Danke für den Follow. Das ist jetzt eine interessante Situation. Eindeutig ein Feraler. Davon ist eindeutig so ein Scheißköter. Gott, da ist auch eindeutig ein Scheißköter. Warum sieht er mich nicht? Oder wann sieht er mich? Es schleichen hilft. Geh rechts auf das Haus. Ist auf das Haus rauf. Nein. Da lange ich jetzt nicht hin.
Ich gehe auf diesen Stein und warte da einfach die Nacht über ab. Nein, da gehe ich auch nicht so richtig hin. Ach du Schande, was mache ich denn jetzt? Ach du Schande. Rosendom, das war deine Chance, ne? Ich habe mich auch umgeguckt. Warum bin ich denn jetzt so sichtbar? Die despawn, wenn du weit genug weg bist. Egal, wo ich hingehe, momentan. Sicherer Tod für mich, habe ich das Gefühl. Da leuchtet, der bringt aber ein schönes Licht, wenn man den im Wohnzimmer hat, oder? Wie seht ihr das? Jetzt ist er frustriert und schreit auch, haut auf den Sky Captain. Danke für den Follow. Sieht cool aus, ne, oder? Er ist zu klein für ein Foto, weißt du? Er hat keine Zoom-Kamera. Kann man auch für Chancengerechtigkeit. Wieso? Ich sehe auch nicht mehr. Ach so, du meinst, weil die mich sehen, oder wie? Aber nur auf 71. Mein Ton ist weg, alles klar, Ton ist wieder da. Danke, so, Ton ist wieder da. Ja, habe ich aber auch für YouTube. Also der Grüne ist noch da und der hinter meinem Haus steht auch noch. Ich habe da einen zweiten gesehen. Das bedeutet, die sind noch nicht despawned. Ich wäre auch lieber gerne in mein Haus rein, hätte versucht, irgendwie mit dem Hunting Rifle auf die mal zu schießen. Ich habe ja ein paar Schuss. So ist ja nicht. Ein paar habe ich ja. Sind sie jetzt vielleicht weg? Nee, also er ist noch da. Ah, jetzt der andere, sein Kumpel ist auch hier. Sind die jetzt vielleicht von meiner Hütte da hinten weiter weg? Könnte das sein? Komme ich da heile rüber? Ich meine, da vorne tummeln sich einige. Wenn ich schleiche, mit ganz viel Glück vielleicht. Mir gefällt seine Laufrichtung nicht. Portulaca, hallo. Blöde Spätschicht. Kannst du es dir auf Twitch und auf YouTube auch nachträglich angucken? Ja, ich spiele ja schon eine ganze Weile. Du hast natürlich auch einiges verpasst. Aber kannst du ja nachholen, es läuft dir nicht weg. Geh irgendwo hoch und warte den Tag, aber ich kann doch nicht die ganze Nacht hier warten. Ich würde schon ganz gerne versuchen, zu meinem Haus zu kommen. Wir sind jetzt wieder bei 28 Minuten. Ich mache hier mal einen Schnitt. Okay, bis dann. Tschüss.